liebe Tang NRW Community, liebe Bundesvorsitzende, liebe Landesnetzwerkverantwortlicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Tang News, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen bei Tang NRW. Wir danken Ihnen und euch allen, dass Sie es trotz der kurzfristigen Einladung möglich gemacht haben, heute den Tag mit uns zu verbringen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Herzlichen Dank. Wir haben gerade die Büroräume von Tang betrachtet, zusammen mit der Integrationsstaatssekretärin. Jetzt werden wir gleich um ein Grußwort des Landtagsabgeordneten bitten. Und danach folgt ein Grußwort von Frau Dr. Nanscha, der Bundesvorsitzenden, und die Vorstellung von Tang. Darauf die Rede der Integrationsstaatssekretärin und Gelegenheit für Fragen und Antworten. Und auch Tang Youth möchten sich gerne selber vorstellen. Egal, ob wir 40 Jahre vergehen, gibt es immer noch Menschen, die denken, andere Menschen ausgrenzen zu müssen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir das miteinander gemeinsam gestalten wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Integrationsministerium haben in Nordrhein-Westfalen. Es ist wichtig, dass wir eine Staatssekretärin haben, die für das Thema zuständig ist. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir zukünftig auch einen anderen Rassismusbeauftragte bekommen. Und das Thema. Sehr verehrte Staatssekretärin Gonca Cicelli, Denat, liebe Gonca, das ist eine große Freude, dich hier empfangen zu dürfen, dich herzlich begrüßen zu dürfen in unserem Projekträumen hier in NRW, in Dortmund. Liebe Landtagsabgeordnete, vielen Dank, dass Sie so kurzfristig zugesagt haben und ein Grußwort an uns gerichtet haben. Wir haben hier in der NRW sehr viele Landtagskandidaten mit afrikanischen Wurzeln. Ich denke hier an Vivian, an Nelly und an Armel, die natürlich unterwegs sind im Wahlkampf. Lieber Kevin Matuke, da bist du, genauso Landesvorsitzende hier in NRW. Liebe Mitglieder, ich habe gehört, die Mitglieder kommen aus unterschiedlichen Städten, aus Köln, aus Essen, aus Bochum. Ich habe viele Städte, glaube ich, aus Hamm. Einige Städte, glaube ich, vergessen, aber vielen Dank, dass Sie so kurzfristig angereist sind, liebe Mitglieder von Tang NRW. Und Tang Youth ist auch heute vertreten. Charlotte, wir haben uns schon unten gesehen. Danke, dass wir hier bei dir sein dürfen in unseren Projekträumen, verehrte Gäste. Als Bundesvorsitzende von Tang, the African Network of Germany, möchte ich euch und Sie im Rahmen von unserem diesjährigen Landesnetzwerktreffen ganz, ganz, ganz herzlich begrüßen hier in den Räumen von Tang NRW. Menschen mit afrikanischer Geschichte und Menschen, die sich als, sagen wir mal, Afrika-Stämme bezeichnen. Ja, wir reden über Menschen, die hier geboren sind, die hier aufwachsen, aber die Menschen, die auch migriert sind. Sie sind und werden in vielen Lebensbereichen, sie fühlen sich benachteiligt und benötigen oft mehr Unterstützung, als unsere Mehrheitsgesellschaft und unsere Verwaltungen es wahrnehmen. Ein aktuelles Beispiel sind unsere afrikanischen Studenten und Studentinnen aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind und die tagtäglich kämpfen müssen, um hier zu leben und hier zu studieren. Und diese Beispiele zeigen uns ja die Situation von Menschen mit afrikanischer Geschichte eine besondere Situation ist. Und diese Situation stellt uns vor Herausforderungen im Bereich Integrationsarbeit hier in NRW. Und ich glaube, deshalb sehen wir uns als Tang, als Bundesnetzwerk, aber auch als Landesnetzwerk hier in eine sehr wichtige Rolle, eine mittlere Rolle. Wir sehen uns als Brückenbauer.
Wir haben im Rahmen dieser Solidaritätswelle mehr als 600 Menschen, auch mit afrikanischer Herkunft, hier nach Deutschland gebracht. Wir haben sie an der polnisch-ukrainischen Grenzen geholt. Wir haben mehr als 16 Busse organisiert, weil sie dort mit Rassismus zu kämpfen hatten. Und wir betreuen sie tagtäglich, auch heute mit einer Hotline bundesweit. Wir informieren sie, beraten sie, betreuen sie. Und ich kann nur sagen, dass es nicht einfach ist. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, an so einem Tag diese Situation zu erwähnen, ihre Situation zu erwähnen und zu sagen, dass es sehr wichtig ist, dass wir gemeinsam an diesen Punkten arbeiten, damit sie hier auch eine Perspektive bekommen. Womit wir uns auch tagtäglich beschäftigen, auch im Rahmen von der Solidaritätswelle, ist mit der Tatsache, dass viele Kommunen, viele Gemeinden immer noch nicht die aktuelle Information haben, zum Beispiel gar nicht von der Verlängerung der Übergangsverordnung wissen. Das heißt, sie greifen zum alten Mittel Abschiebung, und heute noch musste ich mit zwei Kommunen sprechen, die dabei waren, unsere Studenten abzuschieben, weil sie gar nicht wussten, dass die Übergangsverordnung verlängert wurde. Also wir sind nicht nur da für die Menschen mit afrikanischer Herkunft da, wir sind aber auch für die Kommunen da, für die Landesregierungen auch da, und deswegen sehen wir uns da wirklich als Brückenbauer und als Ansprechpartner. Unser Netzwerk besteht aus 200 Vereinen hier in NRW, und bundesweit vernetzen wir 900 Vereine. Wir beraten, informieren, unterstützen unsere Mitgliedsvereine. Und es geht allgemein darum, dass wir die mehr als 1 Million Menschen mit afrikanischer Geschichte, die in Deutschland leben, eine Stimme geben. Und im Rahmen von diesem Projekt, das vom Bundesfamilienministerium finanziert ist, führen wir die erste qualitative Studie zur Rassismuserfahrung von schwarzen Menschen hier in Deutschland. Wir haben mehr als 360 Interviews durchgeführt, und hier in NRW haben 10 Gruppeninterviews stattgefunden mit mehr als 91 Menschen in 4 Städten: Köln, Bielefeld, Dortmund und Düsseldorf. Wir sind jetzt dabei, die Ergebnisse aufzuarbeiten, und wir werden dann die Ergebnisse im Rahmen von Fachgesprächen, Expertenrunden vorstellen. Und an dieser Stelle möchten wir Sie schon jetzt zu unserem Fachgespräch, zu veröffentlichen der Ergebnisse von NRW einladen. Tang Youth, das ist unser neues Projekt. Wir denken an die nächste Generation, die junge Generation. Unsere Kinder kommen hier zur Welt, sie wachsen auf. Ich selbst habe schon 3 große Kinder, 18, 20 und 22. Und ich denke, die Tang-Mitglieder haben auch ihre Kinder. Und es ist für uns eine sehr große Freude, einfach diesen Kindern die Möglichkeit zu geben, sich bundesweit zu vernetzen, aber auch hier in NRW zu vernetzen. Und wir haben Tang Youth 2021 gestartet, und im Rahmen unserer Veranstaltung und wird sich Tang Youth auch hier vorstellen. Und vielen Dank schon mal. Wir haben für unsere jungen Kinder und Jugendlichen Ferienprogramme organisiert. Mehrere Ferienprogramme, Pfingstferien und Herbstferienprogramme. Und letztes Jahr hat NRW zum ersten Mal daran teilgenommen mit 56 Kindern. Also wir waren schon sehr, sehr überrascht und sehr begeistert. Es sind so viele Kinder und Jugendlichen hier mit afrikanischer Herkunft. Ich glaube, wir hatten nicht so viel Kapazität, wir hätten sogar 100 mitnehmen können. Und das ist ein Thema, das uns betreibt, inwieweit wir auch uns engagieren können im Bereich Freizeitaktivität, im Bereich Vernetzung, Unterstützung, Förderung von jungen Menschen mit afrikanischer Herkunft. Diese Darstellung unserer Aktivitäten soll Ihnen einen kleinen Einblick geben, was wir als Tang, aber auch als Tang in NRW erreichen konnten. Menschen mit afrikanischer Migrationsgeschichte und ihre Organisationen wollen sich aktiv als gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen in NRW einbringen. Wir, das Landesnetzwerk in NRW und das Bundesnetzwerk TAM, bieten uns hier als Mittler und kompetente Ansprechpartner an. Wir möchten diesen eben aufgeführte Arbeit in den afrikanischen Communities hier in NRW gerne fortsetzen, und dieses Mal mit Ihnen, Frau Staatssekretärin. Wir wollen diese Arbeit ausbauen, und wir brauchen Ihre Unterstützung, natürlich auch Ihre Unterstützung, da Sie vor Ort der Vertreter sind.
Für uns ist es wichtig, dass die afrikanischen Migrantenorganisationen hier in NRW gefördert werden. Sie leisten unglaublich viel im Bereich Integrationsarbeit, aber auch unsere kirchlichen Gemeinden. Und es ist oft schwierig, diese ganze Arbeit auch zu finanzieren. Deswegen ist es für uns die Förderung der Integrationsarbeit von Migrantenorganisationen mit afrikanischer Migrationsgeschichte hier sehr wichtig. Wir denken hier, wir wissen, dass das Land schon unterschiedliche Förderungsmöglichkeiten hat, aber vielleicht kann man noch darüber sprechen, inwieweit diese Zielgruppe noch besonders daran teilnehmen kann. Der nächste Punkt ist die Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung hier in NRW. Das ist uns sehr wichtig. Wir sind in NRW, aber ich muss trotzdem sagen, wir haben hier in diesem Rahmen ein Best Practice Beispiel. Berlin ist ziemlich weit bei der Umsetzung. Und es wäre natürlich toll, wenn in NRW wir das Thema auch gemeinsam eingehen könnten. Dann die Situation von unseren afrikanischen Studenten und Studentinnen aus der Ukraine, die hier zu kämpfen haben mit ihrem Aufenthaltstitel. Wir sind der Meinung, dass sie auch einen Aufenthaltstitel nach § 24 der Aufenthaltsgesetzes auch bekommen sollten. Sie brauchen Zugang zum Studium, zum Arbeitsmarkt, zur Grundsicherung. Und es geht für uns hier um die gleichberechtigte Behandlung von Geflüchteten, auch in NRW. Der vierte Punkt ist die Stärkung von Tang Youth. Hier, ich habe schon mit Leidenschaft darüber gesprochen, wie die junge Generation sich vernetzt und sich organisiert. Und ich glaube, diese Generation Tang Youth braucht Unterstützung, um ihre Aktivitäten auch durchzuführen. Und last but not least ist der Aufbau der geplanten koordinierten Meldestelle für den antischwarzen Rassismus hier in NRW. Tang hat eine Expertise und wir verfügen über das benötigte Netzwerk. Und wir wollen auf jeden Fall, unabhängig davon, wie die Vergabe verläuft, auf jeden Fall da auch eine wichtige Rolle spielen. Wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt. Und an dieser Stelle muss ich an unseren afrikanischen Wurzeln denken und ich möchte gerne mein Grußwort mit einem afrikanischen Sprichwort beenden. Wenn du schnell gehen willst, dann gehe allein. Wenn du aber weit gehen willst, dann geh gemeinsam mit anderen. Wir bei Tang möchten weit gehen und gemeinsam mit anderen und wir brauchen Sie, sehr verehrte Frau Staatssekretärin, on board. Der Bereich Rassismusbekämpfung liegt mir sehr am Herzen. Silvi weiß das. Wir kennen uns sehr lange noch aus der Zeit, als ich im Kanzleramt war, in diesem ganzen NAPI- und NIP-Prozess, als ich das gelesen habe, mich sehr gut erinnert habe, wie wir in Runden saßen, in Arbeitsgruppenrunden, Texte verfasst haben, unterschiedlichste Gremien auf Bundesebene betreut haben, auch gemeinsam, zwar an unterschiedlichen Stellen, du als NGO, ich eher als Regierungsseite. Aber du weißt, wie wichtig mir dieses Thema ist. Es ist tatsächlich das Herzstück meiner beruflichen Laufbahn, Antirassismusarbeit zu machen, in dem Bereich auch Dinge auf den Weg zu bringen. Deswegen bin ich tatsächlich sehr dankbar, dass Burak Hamadan heute hier ist und dass wir, wie gesagt, auch mit den Grünen, auch mit allen Fraktionen, allen demokratischen Fraktionen, da sehr pragmatisch zusammengearbeitet haben. Und ich kenne sie wie auch aus einem politischen Kontext heraus, noch länger als aus dem, glaube ich, Kanzleramtskontext. Und da geht es mir auch gar nicht um Parteipolitik, sondern es geht mir darum, dass ich sehe, dass wir in allen Parteien zu wenig Schwarze haben. Und ich mir sehr wünsche, dass, wenn es schon ein Netzwerk gibt mit jungen Menschen, dass ihr das vielleicht auch mitnehmt, es zu schaffen, in die Parteien zu gehen, in alle Parteien zu gehen und sich dort zu engagieren, auch sichtbarer zu werden. Ich glaube, da muss sehr viel passieren. Ich bin wirklich beeindruckt, was für ein großes Netzwerk Sie alle mit 200 Vereinen aus der afrikanischen Community in Nordrhein-Westfalen in so kurzer Zeit eigentlich entwickelt haben. Sie als Aktive in den Vereinen, aber auch sicherlich Ihre zahlreichen Kooperationspartnerinnen in den Kommunen und im Land, leisten wirklich einen wichtigen Beitrag für die Community, aber auch für unsere gesamte Gesellschaft. Sie sind nicht nur Brückenbauer zwischen verschiedenen Kulturen, zu ihrem breiten Wirkungsfeld zählen genauso Integrations- und Geflüchtetenarbeit, wie du das heute so schön beschrieben hast, aber auch
entwicklungspolitische Arbeit und zugleich ein starkes Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung. Gerade in der aktuellen Situation nehme ich und wir als Land euren großen und besonders hilfreichen Einsatz in der Unterstützung der aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge wahr, zu denen auch viele Drittstaatsangehörige, wie du es auch schon angesprochen hast, und schwarze Menschen auf afrikanischen Staaten gehören. Und im Förderprogramm für Migranten-Selbstorganisationen des Landes sehen wir, was Sie, was ihr und eure Vereine für unsere Gesellschaft leisten. Erfreulicherweise können wir hier feststellen, dass in unserem Programm immer mehr Vereine aus der afrikanischen Community gezielt und auch in größerem Umfang aktiv werden und auch sozusagen durch Projektanträge bei uns gefördert werden. So fördern wir als Land in der aktuellen Förderphase insgesamt 45 Projekte von und mit afrikanischen Vereinen. Das zeigt, dass es in diesen Vereinen vorangeht. Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren dabei. Ich weiß, wie lange ein Verein braucht, um sich auch zu professionalisieren. Und dafür ist eigentlich die Anschubfinanzierung ja auch da. Und man sieht auch, ihr werdet aktiver, ihr werdet professioneller. Und das ist genau das, was wir mit der MSU-Förderung und mit dem Förderprogramm uns erhofft haben und sehen anhand dieser Community sehr genau, dass das auch gut funktioniert. Aktuell fördern wir hier zum Beispiel den Verein ADDDE, eine Organisation der afrikanischen Community aus Wuppertal, die ich auch schon besuchen durfte. Was die Stärkung und Förderung von Migranten-Selbstorganisationen betrifft, nimmt Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich eine, muss man sagen, auch an dieser Stelle Vorreiterrolle ein. Als Landesregierung nehmen wir uns diese gesellschaftliche Entwicklung deshalb nehmen wir sie sehr ernst und positionieren uns auch ganz deutlich gegen Diskriminierung und Rassismus sowie gegen jede andere Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Im März dieses Jahres sind wir zunächst mit RIAS NRW, einer Meldestelle für Antisemitismus, an den Start gegangen. Geplant sind 4 weitere Meldestellen zu Antiziganismus, antimuslimischem Rassismus, antischwarzem, antiasiatischem inklusive weiterer Formen von Rassismus wie Querfeindlichkeit. Wichtig ist uns, dass Betroffene von Diskriminierung, Rassismus und allen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Nordrhein-Westfalen nicht allein gelassen werden, sondern unterstützt und gestärkt werden durch unsere Maßnahmen. Auf mich könnt ihr immer zählen, weil dieses Thema mir einfach so wichtig ist, dass ich glaube, mein Leben lang, egal wo ich arbeite und wie ich arbeite, mich darum kümmern werde. Wir sind Kooperationspartner mit TARN seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Projekten, die TARN bundesweit durchführt. Good afternoon. Thank you so much for this opportunity to be heard. Leaving Ukraine was honestly one of the hardest journeys that we had to encounter. We are tired. We feel very frustrated and we seem to have no time to recover. We have no time to just feel okay. So of course the Ukrainians have this easy, process when they go to the immigration on appointment. They get 2 years to stay, they get the work permit, they get study, permits and all of this. But for us, third countries, we do not have this opportunity. Was will Deutschland für Ausländer, die in Deutschland sind? Wie integrieren Deutsche die Ausländer, die hier sind? Und was macht die Stadt? I would like to know the assistance that the government has to support the church, because we are also working with them, especially taking care of the young ones and the women, how to take care of their children and how to take care also of their wives, their children and also their husbands. But all what I want to say, I bless God and I bless God for your life. Since they came, a lot of things have changed. We didn't get it so as we were saying. I've been here for long, but now what the Deutschland has opened their arms for foreigners. If you want to learn, they will force you to learn. If you want to go to school, even uni, if even your home, you didn't go to school and here you want to go, Deutschland will force you to go. I bless God for that. Any help that we can even help the church also, we will be glad.
The Lord bless you. Mein Name ist Ndedi Sharalakhale und ich bin einer der Stellvertretenden aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen von Tank Youth. Sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf und unseren Verein Tank Youth vorstellen kann und unsere Ziele, unsere Agenda präsentieren kann. Was ist überhaupt unsere Vision? Unsere Vision ist, dass die Jugendlichen mit afrikanischer Migrationsgeschichte die Zukunft Deutschlands mitbestimmen und mitgestalten können. Heute wir haben eine schöne Chance. Das heißt Wallibi ist genau, was wir brauchen. Arbeiten und zusammenhalten. Und ja, die Song wir call Wallibi.